Willkommen zurück zu Destiny. Was habe ich heute für euch? Es ist Wochenende. Das Video sollte eigentlich am Samstag online gehen. Und zwar, wo findet ihr Xur, Agent der 9? Das ist der Schwarzmarkthändler in Destiny. Der erscheint jedes Wochenende und steht jedes Mal an einem anderen Ort. Also ich habe schon Leute gesehen, die standen, haben sich hingesetzt und standen da stundenlang rum und haben gewartet, bis der mal kommt. An der Stelle, an der letztes Wochenende stand. Ihr müsst ihn jedes Mal neu suchen. Er steht heute hier. Und zwar, wo es zum Sprecher geht, dort findet ihr Xur an diesem Wochenende. Und für ihn braucht ihr diese seltsamen Münzen. Das ist die Währung, mit der ihr bei ihm bezahlen könnt. Nur mir bringt's leider nichts. Ich bin kein Titan. Brustschutz rentiert sich jetzt nicht so sehr für mich. Ich bin auch kein Warlock. Ja, Raketenwerfer ist allerdings... Ja, will ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Deswegen... ja, für mich rentiert sich's leider nicht wirklich. Was er mir so momentan zu bieten hat. Deswegen... Ja. Nee, lohnt sich leider nicht für mich. Aber hier findet ihr Xur an diesem Wochenende. Letztes Wochenende stand er... Wow. Es geht ab mit dem Namen hier. Letztes Wochenende. Ich zeige euch, wo er letztes Wochenende stand. Vielleicht finde ich sogar tatsächlich noch Leute, die da immer noch sitzen und auf ihn warten. Also wirklich, ihr müsst jedes Wochenende woanders gucken. Ab Freitag 10 oder 11 Uhr frühs könnt ihr ihn auf dem Turm suchen. So, letztes Mal stand er hier. Letztes Wochenende. Wie gesagt, jedes Wochenende neue Position. Dieses Wochenende beim Sprecher. Dort könnt ihr exotische Waffen für seltsame Münzen erwerben. Woher bekommt ihr seltsame Münzen? Ihr spielt Weekly Strikes. Bei Engrammen habt ihr die Chance, manchmal seltsame Münzen zu bekommen. Oder eben, wie gesagt, Weekly Strikes, Strike Playlist allgemein. Und ich hatte sogar mal bei einem öffentlichen Event eine seltsame Münze bekommen. Also da könnt ihr die überall herbekommen. Wann findet ihr Xur allgemein? Also wie gesagt, Freitag bis Samstag ist der immer da. Und finden tut ihr ihn so. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben heute den 19. Das heißt, er bleibt bis zum 21. an dieser Stelle stehen. Am 26. kommt er wieder und bleibt bis zum 28. Wo, das müsst ihr dann, wie gesagt, immer woanders im Turm einfach ein bisschen hin und her laufen. Dann findet ihr ihn bestimmt. Am 3.10. bis zum 5.10. Am 10.10. bis zum 12.10. 17.10. bis 19.10. 24.10. bis 26.10. 31.10. bis 2.11. 7.11. bis 9.11. 14.11. bis 16.11. 21.11. bis 23.11. 28.11. bis 30.11. 5.12. bis 7.12. 12.12. bis zum 14.12. 19.12. bis zum 21.12. 26.12. bis zum 28.12. und 2.1. bis zum 4.1.2015. Das sind die momentanen Daten von Xur. Uhrzeit bleibt immer die gleiche, da ändert sich nichts dran. Da könnt ihr ihn dann immer antreffen. Wie gesagt, immer an einer anderen Stelle. Das heißt, stellt euch dann bitte nächstes Wochenende nicht hier hin und wartet auf ihn. Er wird da nicht mehr stehen. Ihr müsst euch immer ein bisschen umgucken. Und dann findet... Also er ist... Man findet ihn eigentlich relativ schnell. Der Turm ist ja jetzt auch nicht so übermäßig groß. Ihr solltet Xur eigentlich immer sehr, sehr schnell finden. Für mich rentiert es sich jetzt nicht wirklich, meine seltsamen Münzen für irgendwas bei ihm auszugeben. Finde ich sehr schade. Ich hatte mich schon etwas darauf gefreut, endlich mal exotische Rüstung oder eine exotische Waffe zu bekommen. Nun gut, dann warte ich eben bis nächstes Wochenende. Dann ist hoffentlich auch mal was für meinen Hunter dabei. Das soll schon gewesen sein. Nur ein ganz kurzes Video über Xur, was er macht mit den seltsamen Münzen.
und wann ihr ihn immer antreffen könnt. Also jetzt habt ihr bis 2015 mal Daten, wann er im Turm anzutreffen sein wird. Und Ort ist immer verschieden. Er steht nicht an der gleichen Stelle. Er ist jedes Wochenende woanders anzutreffen, aber eigentlich immer sehr, sehr schnell zu finden. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Destiny-Video wieder. Bis dahin, ciao!